Ein herzliches Hallo an dich, liebe Isabel. Ich freue mich sehr, dich bei unserem Emo-Talk begrüßen zu dürfen. Bin auch schon sehr aufgeregt. Habe dein Buch verschlungen und genau darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Danke, Carmen. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich bin auch etwas aufgeregt. Das ist ja einfach immer so toll, wenn man so visuell sich plötzlich im Internet begegnen kann, obwohl man sich noch gar nicht kennt. Aber dieses erste Gefühl, was ich gerade habe, ist, ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich freue mich auch riesig. Lass uns an dieser Stelle auch unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen begrüßen, die uns zusehen. Und ich bin mir sicher, dass wir viele schöne Inspirationen haben werden. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von deinem Buch. Einmal über die Offenheit, mit der du dein Leben und das, was du durchlebst, beschreibst und einmal auch, ja, wie du die Dinge angehst, auch mit dem Coaching und so weiter. Und einsteigen würde ich sehr gerne mit dem ersten Teil deines Buches, dem du viel dem Thema Ängsten gewidmet hast. Sehr, sehr mutig. Du hast gesagt, Ängste besiegen bedeutet durch eine, wenn man durch eine offene Tür geht. Magst du uns dazu was erzählen? Ja, also erstmal freue ich mich sehr über dein Feedback. Ich habe ja noch nicht viele Reaktionen auf das Buch. Das ist ja noch ganz frisch. Das freut mich also sehr, dass du es verschlungen hast. Ja. Und als offene empfindest, das war mir auch ganz wichtig, weil ich meine, warum schreibt man ein Buch? Es macht einen weder reich noch sonst irgendwas. Es macht einen nur glücklich und zufrieden. Das ist für mich, hat das wirklich eine therapeutische Bedeutung, wenn man diese Magie des Schreibens, da passieren plötzlich Dinge und diese Offenheit, die du ansprichst, die passiert mir dann, weil ich auch darin den einzigen Sinn sehe. Warum soll ich ein Buch schreiben und erzählen, wen ich alles Berühmtes getroffen habe in meinem Leben? Das interessiert keine Sau. Es interessiert doch nur, vor allen Dingen im Laufe des Reiferwerdens, dass wir uns austauschen und die Hosen runterlassen und uns ganz offen sagen, was habe ich wo empfunden. Und gerade mein Beruf wird ja immer damit verbunden, dass wir alle 0,0 Ängste haben. Und ich behaupte das von mir auch immer. Ich habe mein Leben lang immer gesagt, ich habe vor nichts Angst. Das ist ja auch ein guter Satz. Damit macht man Eindruck. Den sagt man, um den Job zu bekommen, weil die Leute dann eben denken, die Entscheiderinnen und die Entscheider, die kippt nicht um, die kann das, die können wir nehmen. Aber das stimmt ja nicht, mein Satz. Der hat ja noch nie gestimmt. Ich habe natürlich Ängste. Ich komme immer wieder an einen neuen Platz mit neuen Leuten. Und es ist immer wieder ein Zurückgehen auf Los und immer wieder ein neues dünnes Eis. Ich habe die Ängste, nicht anerkannt zu werden, nicht gemocht zu werden, auch vielleicht zu scheitern, weil ich auch durch meine persönliche Geschichte, wie ich groß geworden bin, auch das Scheitern als etwas ganz Schlimmes angesehen wurde. Und ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, Scheitern ist nichts Schlimmes. Und man hätte eigentlich, man müsste Kindern und Jugendlichen im Heranwachsen, im sich entwickeln, sagen, dass Scheitern überhaupt nicht schlimm ist. Und diese Ängste zu überwinden, ist ja immer wieder eine neue Herausforderung. Und ich beschreibe halt jeden Tag wie eine offene Tür, durch die man durchgehen kann. Und wenn man sich überwindet und auch zu seinen Ängsten im Nachhinein dann vielleicht steht, das kann man ja in dem Moment nicht immer sagen, dann kann man Geschenke bekommen vom Leben. Ich bin einfach sprachlos. Ich lausche dir gebannt und das, was du schreibst und was du sagst, das ist einfach so wahr. Ich bin ja selbst Emotionsexpertin und ich halte es für so wichtig, mutig voranzugehen, wie du sagst, die Hosen runterzulassen, sich so zu zeigen, wie wir sind. Was haben wir in unserem reifen Alter zu verlieren? Wir können nur gewinnen, wenn wir uns zeigen, wie wir sind, und wir können das stärken, was das Leben lebenswert ist. Eigentlich wollte ich nicht ganz ans Ende springen, aber gegen Ende deines Buches hast du 10 Gebote aufgestellt fürs Älterwerden, und das, was mir persönlich am besten gefallen hat, ist die Wahrheit.
Denn und dazu würde ich gerne wissen, was Wahrheit für dich bedeutet. Für mich ist es nämlich auch sehr, sehr bedeutsam. Also Wahrheit und Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, das sind die wichtigsten Dinge im Leben. Da liegt der ganze Sinn in allem. Nur wir gehen ja im Leben und im Alltag und im Beruf und in unseren ganzen Systemen, in denen wir uns bewegen, immer wieder durch Momente, wo man nicht immer absolut aufrichtig sein kann. Es ist aber nicht gleich so, dass man lügt, wenn man etwas verschweigt. Man muss ja immer wissen, wo man ist. Aber was ich mit meinen persönlichen 10 Geboten meine, für ein glückliches Älterwerden, ist eben, dass wir uns im Älterwerden schon mehr erlauben können. Ich würde allerdings, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, würde ich das von Anfang an so machen. Denn ich glaube, dass Hosen runterlassen und Gefühle und Ängste zuzulassen und zu zeigen, kann kein Fehler sein. Aber es gibt, wie gesagt, Momente, und es hören und sehen uns wahrscheinlich jetzt auch viele Menschen zu, die sagen, ja, also ich kann machen, wenn ich da morgens ins Büro komme, ich sage meinem Chef übrigens, ich habe heute Schiss, den Tag durchzustehen, oder ich habe eine Herausforderung hier und ich habe eigentlich Angst. Das geht natürlich nicht. Und das kenne ich, diese Momente. Und ich werde auch morgen wieder am nächsten Drehort, wo ich bin, Stärke symbolisieren oder signalisieren wollte ich sagen, weil ich eben nicht möchte in dem Moment, dass man mir das anmerkt. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist legitim. Und ich haue ja dann auch immer meine blöden Sprüche raus, die mich so wirken lassen, als wenn ich alles locker nehme und als wenn nichts mich umhaut. Und das werde ich auch weiterhin so tun. Aber die Wahrheit im Leben, die ist halt unglaublich wichtig. Und ich glaube, wir können nur aneinander wachsen, wenn wir uns unsere Geschichten ehrlich erzählen. In so einem Moment zum Beispiel. Du bist ja Emotionsexpertin, das ist ja ein tolles Wort. Danke. Dazu gehört das ja, dass man sich die Momente nimmt, wo man sagen kann, so hier kann ich jetzt die Emotionen zulassen, meine Ängste erzählen und zu allem stehen. Morgen am Drehort oder wenn ich live nach 9 morgens moderiere und ich habe vielleicht einen schlechten Tag und habe dann doch vielleicht mal ein bisschen Bammel, dann kloppe ich dann wieder meine blöden Sprüche raus und tue so, als wäre ich ganz locker. Das ist aber dann nicht unbedingt für mich Lügen. Nein, absolut nicht. Du schreibst ja auch so nett, fake it until you make it. Das ist ja tatsächlich auch etwas, wenn wir etwas erreichen wollen, ein Ziel erreichen wollen oder eben auch eine Fähigkeit erlangen wollen, dann entsteht das ja in erster Linie im Kopf. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dieses etwas einfach mal sich so zu tun, als ob, so lange, bis es dann wirklich Realität ist und man wirklich es spüren kann in sich und es ausleben kann und dann sagen kann, wie du so schön gesagt hast, was du bist, muss aus dir selbst entstehen. Und das finde ich einen ganz wundervollen Satz. Du schreibst auch, ja, wie ist denn das mit der Metaebene? Wie komme ich denn da hin? Das ist ja auch im emotionalen Bereich ein unglaubliches Thema, ne? Ich finde auch, du hast da ein, ja, ich würde sagen, spirituelles Bild geschaffen, was ich auch ganz wunderschön finde, sich so eine Aura-Treppe vorzustellen, die man dann hochsteigt. Es gibt ja diesen Kommunikationsexperten Schulz von Thun, der spricht von dem Feldherrenhügelprinzip. Das Gleiche, da treffen sich zwei Menschen auf einem Hügel und sprechen dann über, naja, das, was da unten im Tal vor sich geht. Und genau das ist etwas Wunderschönes, wenn wir uns diese Fähigkeit aneignen, genau das zu tun, sich mal zu lösen, sozusagen aus dem Schlamassel, in dem man sich gerade fühlt und das Ganze von oben zu betrachten. Und ja, warum auch nicht eine Aura-Treppe erklimmen, finde ich ein ganz wunderschönes Bild. Ja, diese Metaebene, die sagt man so leicht, und ich bleibe auf der Metaebene. Ich hoffe, dass jetzt hier jeder weiß, was das ist, weil ich habe ja auch bis vor einigen Jahren gar nicht gewusst, was das überhaupt ist. Das ist eben diese Ebene, wo man, wie du es gerade mit Friedrich von Thun beschrieben hast, eben aus so einem erwachsenen Ich die Dinge mit einer gewissen
Distanz und Sachlichkeit betrachtet. Aber das ist ja auch eben viel Theorie, das in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Das ist eine, finde ich, eine Lebensaufgabe. Ich weiß nie, ob ich diese Treppe zur Metaebene, ob ich die jemals bis zur obersten Stufe schaffe. Aber man kann ja auch mit sich auch schon auf der Hälfte des Weges zufrieden sein. Oder wenn man ein paar Stufen geschafft hat. Kleine Trainingseinheiten sind auch Trainingseinheiten. Genau. Und es ist eben immer dieses Problem, dieser Perfektionismus, den man sich selber aufoktroyiert. Und das ist eben meine Bannbotschaft von früher, immer dieses Perfektsein, ein getriebenes Wesen zu sein, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und ich muss mir erlauben, im Laufe des Lebens immer mehr, und das ist einfach gut, das bei dieser Coaching-Ausbildung, die habe ich ja wirklich nur gemacht für meine persönliche Weiterentwicklung, nicht um ein Coach zu werden. Und da habe ich halt einfach auch so viel für mich erfahren, was ich eigentlich irgendwie schon wusste, aber es hat Worte bekommen. Und diese Worte, die es bekommen hat, die haben mir geholfen, das zu verstehen. Und ich glaube, dass auch zum Beispiel diese Erlauber, die man sich basteln kann, das kann man mit Kneten machen. HP hat ja mal so was Witziges gemacht. HP Kerkeling, den kennt ihr sicherlich auch alle. Dieses Probleme kneten. Also das kann man lustig sehen, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man mit Knetmasse sich irgendwas knetet und sich sagt, das ist mein Erlauber und den kann man sich auf den Kühlschrank stellen und dann zwischendurch mal angucken und der erlaubt dir dann gewisse Dinge. Man muss nicht perfekt sein. Und wenn man 3 Stufen schafft Richtung Metaebene, ist das auch schon was. Absolut. Und es geht tatsächlich wirklich in der Reife darum, immer mehr von dem Mr. und von der Mrs. Perfect zur Mrs. Right oder zu Mr. Right zu werden. Einfach sagen zu können, so wie ich bin, bin ich okay.